In der digitalen Welt bewohnen wir unsere eigenen kleinen autonomen Königreiche, die mit den heutigen Werkzeugen wie E-Mail, Messaging-Apps oder sozialen Medien gebaut wurden. Aber sobald wir digital mit anderen interagieren, müssen wir uns auf zentralisierte Gatekeeper verlassen. Zum Beispiel, wenn zwei Leute verschiedene Messaging-Apps nutzen, können sie nicht miteinander kommunizieren. Interoperabilität könnte erreicht werden, wenn alle denselben Dienst nutzen würden, was zu einem Monopol führen würde. E-Mail hingegen ist interoperabler. Wir können E-Mails austauschen, während wir verschiedene Anbieter nutzen. Aber dennoch setzen wir unsere digitalen Identitäten und sensible Daten zentralisierten Einheiten aus. Bei IOTA streben wir nach einer neuen Ära digitaler Autonomie. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Anwendungen vollständig interoperabel sind und dabei den Wettbewerb bewahren, wo wir uns nicht auf zentralisierte Gatekeeper verlassen müssen. Wo wir unsere Identitäten auf einem verteilten Ledger hosten, was uns die volle Kontrolle über unser digitales Leben gibt. Das ist digitale Autonomie.